Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es von mir eine weitere Folge der Hertha News, eine weitere Folge der Transfer News. Ich habe mir einiges an Transfer News rausgesucht, über das ich heute etwas sprechen möchte. Obwohl es mir natürlich momentan sehr, sehr schwer fällt. Ich muss sagen, die Woche ist einfach absolut beschissen. So wie das Jahr 2024 angefangen hat, können wir direkt zum nächsten Jahr kommen. Ich habe keinen Bock mehr. Also das ist ja wirklich unglaublich. Vor 3 Wochen habe ich hier in meinem Video gesessen und gesagt, dass wir unglaublich optimistisch in die Rückrunde gehen können. Und jetzt 3 Wochen später habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, trotzdem muss ich sagen, der Tod von Kai Bernstein, der hat mich echt mitgenommen und das, obwohl ich ihn ja nicht mal kannte, denn für Hertha BSC ist das einfach ein Riesenverlust. Er war so eine Identifikationsfigur wie selten ein Präsident bei uns und es ist einfach Wahnsinn. So, ich habe das Gefühl, ja, der Optimismus ist irgendwie weg, aber nun gut, es muss jetzt irgendwie weitergehen und es geht jetzt auch auf meinem Kanal weiter. Ich werde heute über, ja, Aymen Barkok sprechen. Ich werde euch den Spieler etwas genauer vorstellen. Er ist Mittelfeldspieler bei Mainz 05 und steht laut Sky Sport News unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Bereits heute soll der Medizincheck gewesen sein. Von daher könnte es sogar sein, dass der Deal heute Abend oder morgen offiziell gemacht wird. Sollte alles glatt gelaufen sein. Ich würde aber sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und ich stelle euch mal den Spieler und das Spielerprofil etwas genauer vor. Ja, Aymen Barkok ist 25 Jahre alt und ist von der Position her 10er, 8er oder rechter Außenspieler. Er hat schon mal alles 3 bespielt und das passt auch ungefähr zu seinen Stärken. Momentan spielt er beim ersten FSV Mainz 05 in der Bundesliga und kann sich dort mit seinen 25 Jahren aber nicht nachhaltig durchsetzen. Er hat von 17 möglichen Bundesligaspielen nur 13 bestritten und die meisten davon ist er von der Bank irgendwie reingekommen. Das heißt, er stand, glaube ich, nur einmal oder so in der Startformation so wirklich drin. Und er ist beim 1:5 eben nicht der Schlüsselspieler, nicht die Rolle, die er von sich erwartet und deswegen ist eine Ausleihe im Gespräch. Patrick Berger von Sky Sport News berichtet, dass Hertha BSC unmittelbar vor dem Transfer von Aymen Barkok steht und dass es bereits eine Einigung zwischen Hertha BSC und dem ersten FSV Mainz 05 gibt. Und zwar nämlich über eine halbjährige Leihe. Es gibt aber jetzt einige neue Informationen, auch berichtet vom Kicker und auch wieder von Patrick Berger. Denn es handelt sich dabei um eine Leihe. Diese Leihe enthält aber nach Informationen von Sky Sport News eine Kaufpflicht, sollte Aymen Barkok auf eine bestimmte Anzahl an Spielen kommen. Und diese Kaufpflicht kann im Bestfall bei 1,8 Millionen Euro liegen, laut Patrick Berger. Das alles hört sich sehr interessant an. Das heißt, er ist ein Spieler, der, wenn er spielt, wenn er uns weiterhilft, auf jeden Fall auch fest verpflichtet werden kann. So schaut es aktuell aus. Ja, 1,8 Millionen Euro beträgt die Kaufpflicht. Es kann aber auch durchaus sein, dass es ein bisschen drunter liegt. Die Bild berichtet von rund 1,5 Millionen Euro. Da muss man mal schauen, was es dann am Ende wird. Aber ich finde, das ist eine angemessene Summe für einen eigentlich echt guten Spieler. Wie gesagt, ich kann euch den Spieler etwas vorstellen. Ich kannte Aymen Barkok ja schon aus der Bundesliga aus den letzten Jahren. Hat auch eine Zeit lang bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ich meine sogar, dass er mal an Fortuna Düsseldorf verliehen war. Das ist jetzt aber schon einige Jahre her. Er kommt aus Frankfurt, war auch bei Frankfurt in der Jugend. Und von der Spielweise muss man sagen, dass er wirklich ein Spielerprofil hat, was bei uns im Kader komplett fehlt. Vor einigen Jahren galt Barkok noch als großes Talent, als ein Spieler, der mit Spielwitz ja das Spiel an sich reißen kann. Leider hat er sich weder bei Eintracht Frankfurt noch bei Mainz so richtig durchgesetzt. Die Konkurrenz war immer groß, aber auch bei Mainz lag es ein bisschen daran, dass Svensson, das war ja bis zuletzt der Trainer von FSV Mainz 05, immer auf ein anderes System gesetzt hat. Am liebsten spielt Barkok mehr oder weniger 10er oder 8er. Aber wohl eher 10er. Und ein 10er gab es bei Bo Svensson eben nicht im System. Und grundsätzlich kann man zusammenfassen. Barkok ist ein Spieler, der durchaus Tempo haben kann, aber nicht der Allerschnellste. Er ist nicht der Allerschnellste, aber er kann durchaus Tempo aufnehmen. Er läuft viel, ist ein Arbeiter und ist dazu, was die Technik angeht, wirklich echt talentiert. Eine Technik mit dem Ball, ist ein sehr dribbelstarker Spieler, der durchaus ja, mehrere Spiele auf einmal aufnehmen kann. Und damit zeigt, dass er eigentlich wirklich gut am Ball ist. Das Problem bei Aymen Barkok ist, dass der Output
meistens eben zu selten ist. Er legt manchmal in einem Spiel 2, 3, 4 Kunststücke hin, aber ja, da kommt halt weder eine richtige Vorlage bei rum, noch viele Tore. Er hat jetzt in seinen Bundesligaspielen jetzt nicht viele Treffer erzielt und das, obwohl er definitiv das Potenzial dazu hätte. Ab und zu wurde kritisiert, beziehungsweise das hat man auch gesehen, dass er keine Standards schlagen kann. Das ist aber jetzt, wie ich finde, nicht das Riesenproblem, das kann nämlich bei uns gar keiner. Aber trotzdem ist er ein Spieler, der mit dem Ball und vor allen Dingen technisch das Spiel bereichern kann. Wenn man sich aber die Highlights anschaut, dann fällt eine Sache auf. Bei ihm fehlt so ein bisschen die Übersicht. So die Übersicht für den besser stehenden Mitspieler und darunter leidet auch die Entscheidungsfindung. Also manchmal fehlt einfach die Übersicht für den deutlich besser positionierten Mitspieler und seine Bälle landen halt eben im Nix. Und da muss er deutlich an sich arbeiten, den Ball abzugeben und ja, eher mit dem Team für das Team zu spielen. So ein bisschen würde ich sagen, erinnert er mich an Kunja, wenn man so die Stärken und Schwächen vergleicht, wobei es natürlich bei Kunja natürlich nochmal um 10 Stufen besser war. Aber nur allein so vom Spielerprofil würde ich sagen, könnte das in der Art und Weise ein Kunja sein. Trotzdem, Barkok hat defensiv mehr Stärken. Also er hat auch schon mal RV gespielt. Auch wenn er jetzt nicht der krasse Defensivspieler ist, kann er durchaus auch aggressiv in den Zweikampf reingehen. Er läuft viel, er arbeitet viel. Ja, ich finde, er ist ein guter Allrounder vom Typ her. Offensiv hat er auch noch zusätzlich einen richtig guten Abschluss, den er halt auch zu selten in Szene setzt. Und von daher würde ich sagen, das Profil hört sich an sich richtig, richtig gut an, nach einem Spieler, den wir suchen. Er neben Clemens oder möglicherweise er neben Clemens und Bouchalakis oder er auf der rechten Seite anstatt Winkler und dann auf der anderen Seite Reza. Das hört sich alles richtig gut an und das kann richtig gut funktionieren. Bloß leider ist er ein Spieler, dessen Form, wie Paul Dardai sagen würde, wirklich tagesabhängig ist. Er hat richtig, richtig gute Tage, da funktioniert eine Aktion super und der tankt viel Selbstvertrauen, aber andererseits gibt es Tage, da ist er einfach unsichtbar. Und diese Tage waren zuletzt bei Mainz auch einfach häufiger. In dieser Saison hatte er eine gute Aktion, das war ein Tor gegen Gladbach, ansonsten, ja, war er da und das war es dann auch. Er ist ein Spieler, der kann richtig gut kicken, aber ja, da geht deutlich mehr. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind Zweitligist. Wir können keine Spieler verpflichten, die halt eben dauerhaft gut spielen. Ich meine, das geht ja nicht. Wir sind ja immer noch der Zweitligist und dort einen Spieler mit den Qualitäten von Barkok zu bekommen, das ist definitiv nicht schlecht. Er ist ein Spieler, er möchte in der Bundesliga spielen und hat jetzt bei Hertha BSC die Chance, sollte der Deal klappen und alles rund gelaufen sein, sich bei Hertha BSC durchsetzen und sich für andere Vereine oder halt eben für uns zu empfehlen. Ich muss sagen, Eimen hat jede Menge Potenzial und als Leihdeal, wo auch noch eine Kaufoption, eine Kaufpflicht eher gesagt besteht, kann man dort nichts falsch machen. Ich finde, das ist wirklich ein guter Deal, ein Deal, da Barkok durchaus auch ein Fähigkeiten-Set hat, was bei uns im Kader so selten besteht. Er kann als offensiver Achter agieren, er kann als Zehner agieren, er kann als rechter Flügelspieler agieren. Er macht damit direkt mehrere Positionen weg, wo es einfach bei uns gedrückt hat. Von daher finde ich diesen Deal sogar noch besser als den Deal von Jagiello. Jagiello hätte mir gefallen, aber Barkok ist ein Spieler, der nochmal einiges an Fähigkeiten mehr mitbringt, der sie aber zu selten zeigt. Der Spieler ist zwar von der Form her wirklich sehr wechselhaft und kriegt wenig Konstanz in seine Form, trotzdem glaube ich, dass er uns wirklich weiterhelfen kann. Denn ab und zu hat er gezeigt, dass er mit dem Ball echt eigentlich unschlagbar ist. Ich sehe es halt einfach so, ich meine, wir werden kaum bessere Spieler kriegen können. Wir haben kein Geld, Maulida ist unsere Kaderleichen, Maulida und Sonam, wie sie alle heißen, sind immer noch da. Und von daher ist das die einzige Option, um wirklich den Kader mit Qualitäten zu bestärken. Und das gefällt mir. Jetzt ist bloß die Frage, passt er zu Paul Dardai? Ich habe gesagt, er ist ein Spieler, der mit dem Dribbling einige Qualitäten hat, der aber keine gute Übersicht hat. Er ist zwar ein Spieler, der viel läuft und arbeitet, aber passt er zu Paul Dardai? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ich hoffe einfach mal ja. Es ist schwer zu beantworten. Er ist ein Spieler, der, wenn er auf dem Platz steht, eigentlich immer Aggressivität und Mentalität mit sich bringt. Jetzt ist die Frage, ob es genügt und ob das mit unseren anderen Spielen auch vereinbar ist. Ich bin sehr gespannt, was die Frage angeht, denn die kann ich jetzt hier so nicht beantworten, aber ich finde an sich, es ist möglich. Es kann ein richtig guter Deal werden. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass der Spieler wohl unmittelbar vor einem Transfer zu uns steht. Wir müssen mal gucken, wann Hertha BSC es verkündet. Patrick Berger hat geschrieben, dass er bereits zum Medizincheck nach Berlin gereist war. Medizincheck ist immer ein Anzeichen dafür, dass ein Transfer unmittelbar bevorsteht.
Wir müssen nur noch abwarten, ob wirklich alles geklappt hat. Und dann ist es, glaube ich, ein Spieler, über den man sich nicht ärgern braucht. Er bringt ein gutes Qualitätenset mit. Er kann durchaus in der zweiten Liga, das ist ja nochmal eine Liga tiefer als die Bundesliga, mit seiner individuellen Qualität überzeugen. Er hat zwar einige Konzentrationsschwächen, einige Schwächen in der Übersicht mit dabei, die vielleicht auch sein Spiel definitiv verschlechtern und eben auch, ja, nicht gerade förderlich sind. Aber ich glaube trotzdem, dass Pal Dardai ihn, ja, nachhaltig verbessern kann. Es ist ein Transfer, der sich einfach gut liest, der unsere Position ZOM, Achter und auch noch rechter Flügelspieler halbwegs deckt, sodass wir offensiv nochmal variabler aufgestellt sind. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass jetzt Duziak, Maser, Benze und wie sie alle heißen zurückkommen, hoffentlich zurückkommen. Dann sind wir auch nochmal variabler aufgestellt, können uns für einzelne Gegner auch nochmal Anpassungen vornehmen. Wenn man sagt, jo, wir spielen jetzt eher gegen einen defensiveren Gegner, dann macht das vielleicht mehr Sinn, Barkok auf die 8 zu stellen, dafür Martin Winkler reinzunehmen für das mehr Tempo oder David Sherrand ist auch eine Option für mehr Tempo. Aber wenn wir sagen, ja, wir spielen jetzt eher gegen einen offensiven Gegner, dann kann man auch sagen, dann stellen wir Barkok auf den rechten Flügel und haben dann dort seine Qualitäten. Also es ist vieles möglich, damit sind wir einfach variabler und er ist auch wieder ein Spieler, polyvalent einsetzbar, verschiedene Positionen, finde ich immer super. Und von daher freue ich mich, sollte dieser Transfer klappen. Wie gesagt, wir warten jetzt hier einfach mal ab die Tage, ob das hier verkündet wird. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Vielleicht aber ist er durch den Medizincheck durchgefallen. Das hat sich komplett erledigt. Zumal auch noch die Kaufpflicht nach einer bestimmten Anzahl von unbekannten Einsätzen. Das finde ich auch top, weil so hat Hertha BSC eine Art Kontrolle. Wenn sie sagen, okay, das ist ein absoluter Fehlschuss, können wir vergessen. Ja, dann setzt man ihn halt nicht mehr ein und dann hat sich das auch mit der Kaufpflicht erledigt. Wenn man aber sagt, wow, er überragt komplett, dann wird er jedes Spiel eingesetzt und die Kaufpflicht in Höhe von 1,8 Millionen wird halt eben gezogen. So hat Hertha Kontrolle über die Situation und ich finde das echt gut. Das ist meine Einschätzung zum Deal von Ayman Barkok. Ich bin nur mal gespannt. Maser, Palko, Niederlechner, Duziak und wie sie alle heißen, ob wir die auch weiterhin so einbinden können oder ob wir halt eben auch nochmal positionstechnisch etwas verschieben, aber für die Variabilität unserer Offensive ist das wirklich sehr, sehr günstig und gefällt mir. Das ist das erste Gerücht in diesem Winter, wo ich sage, ey, hört sich gut an. Bei Merseider oder was auch immer das andere Gerücht war, da war ich also, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? So, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dies wird euch gefallen. Wenn ja, lasst ganz gerne ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen oder übermorgen zu einem Vorbericht wieder. Bis dahin, genießt den Tag, schönen Abend euch noch und tschüss.